Volvo bringt seine neue Motorenfamilie namens Drive-E auf die Vienna Auto Show 2014. Die neuen Benzin- und Diesel-Vierzylinder sollen nun bis zu 30% weniger Kraftstoff verbrauchen. Also wir feiern hier auf der Vienna Auto Show die Österreich-Premiere der neuen Vierzylindermotoren. Diese Motoren werden allalong alle anderen Motoren und Zylinder ersetzen. Das heißt, wir haben hier Vierzylindermotoren, die sehr effizient arbeiten, die trotz auch höherer Leistung auch vor allem sehr ökonomisch fahren. Eine Eigenschaft, die auch ein anderer Volvo bestens erfüllt, nämlich der Volvo V60 Plug-in Hybrid, der ja nach wie vor der erste, sagen wir, Diesel-Plug-in Hybrid ist. Auch ein Fahrzeug, das einfach technologisch sehr hohen Standard aufweist, wo wir mit einem Treibstoffverbrauch von 1,8 Liter aufwarten können und bis zu 50 km/h rein elektrisch fahren. Der Volvo V60 Plug-in Hybrid ist ab 59.500 Euro erhältlich.